Es ist mal wieder Zeit für einen deutschen Panzer und da zeige ich euch heute den Leopard PTA hier sogar mit Waffenmarkierungen. Also wir können uns auf ein hoffentlich spannendes Match von The Dragon Slayer einstellen. Karte ist Bergpass, 9er, 8er, 7er Gefecht und er spielt mit knapp daneben. Ja, ich hoffe mal, dass es eher für ihn gilt im Sinne von, dass die Gegner an ihm knapp daneben schießen, als dass er mal knapp daneben schießt. Also die beiden im Zug spielen zusammen und machen es anfangs direkt genau richtig. Sie bleiben auch zusammen, weil es kommt immer wieder vor, warum auch immer, dass Leute zusammen spielen sollten, aber dann irgendwie doch woanders hinfahren. Der eine so, ja, ich habe ja doch eine Heavy, ich fahre jetzt doch Heavy Linie. Und der andere so, nee, ich fahre jetzt irgendwo anders. Also, sehr gut, dass es hier anders ist. Bergpass hier gleich direkt aggressiv an die Front und ja, jetzt muss er aufpassen, dass er sich nicht direkt noch umwirft. Hier drüben muss man natürlich immer aufpassen, da in der Mitte wird durchgefahren, dann ist man hier erreichbar und hier natürlich auf die Gegner, da der Treffer vom T10, ja, der ist natürlich direkt unangenehm. Den will man eigentlich nicht so früh haben. Und da jetzt der IS-3. Der hat doch vernünftig getroffen. Leopard PTA hält halt einfach nicht dramatisch viel aus. Das muss man halt sagen, wie es ist. Deswegen zwei Treffer. Und schon 800 Hitpoints weniger. Und jetzt kriegt er auch von da noch. Also bis dazu läuft es gar nicht bei ihm. Also einen Treffer gemacht zu haben und zwei solche. Wow. Okay. Der junge Mann hat jetzt noch 88 Hitpoints. Und es sollte noch eine vernünftig ansprechende Runde werden. Also bin ich gespannt, wie er das hinbekommt. Da hat er jetzt einen Treffer wieder mal landen können. So. Also jetzt nimmt er dem WZ auch endlich mal ein paar seiner Hitpoints weg. Oh, der war ein leicht glücklicher Treffer, aber am Ende kackt die Ente und da ist auch nicht mehr wichtig, wie jemand getroffen worden ist, sondern nur ob und das. So, jetzt kann er natürlich gerade nicht vorfahren, weil der WZ immer auf ihn schießt und jetzt hat der WZ gerade geschossen, das heißt seine Chance wieder vorne die Stellung einzunehmen und jetzt konnte er ihn rausnehmen, weil der WZ in die andere Richtung sich gedreht hat. Super Pershing nicht zu erreichen. Der M41 ebenfalls nicht. Also jetzt haben sie hier wohl in der Mitte mal da ein bisschen Ruhe. Sein Mate im Objekt spielte aggressiver auf den T10 drauf. So, jetzt muss das Objekt eigentlich als Kugelfang dienen. Und er muss immer sozusagen warten, bis dann der eine geschossen hat. Jetzt haben sie beide geschossen. Jetzt kann er auf jeden Fall mal hier einmal einen rausnehmen. Komm schon, Objekt, schieß. Ja, Ferdinand. Macht's auch. Am Ende ist wurscht. Hauptsache, die Kanone ist raus. Aber jetzt muss das Objekt, ja. Ja, es ist natürlich doof, alle drei Low HP, sowohl der Ferdinand als auch er hier, als auch das Objekt. Da muss man natürlich sagen, schwierig, wahrscheinlich hat er gehofft, dass er da knapp daneben schießt, aber in dem Fall hat er mittig getroffen. So, jetzt ist auf jeden Fall mal der Weg frei für ihn, hier Richtung Bas zu fahren. Leider jetzt gerade keine Arti da, weil die würde man natürlich dann
in dem Augenblick gerne haben, weil ich hätte jetzt einfach mal weggesnackt. Aber leider keiner da, also dementsprechend muss er dann gleich weiterfahren. Und hier wird jetzt auf den Hügel gefahren. Da will er von oben dann ein wenig snipen. Kanone macht bringt's her, also da gibt's nichts. Und vielleicht auch gar nicht die dümmste Option, weil viele Leute unten sind. Aber so hat er dann hier die Position, kann von oben spotten, so wie jetzt in dem Fall den Light. Und da dann eben auch wirken. So, der Light interessiert sich jetzt noch nicht so wirklich für ihn. Kann den also da rausnehmen. Sehr schön. So, jetzt hat er sich aber scheinbar doch umentschieden, nicht hier verweilen zu wollen. Den Type 4 oder Typ 4 schwer. Auf das wäre auch noch ein sehr hohes Ziel von den Hitpoints. Aber jetzt muss er erstmal auf den Indian da gehen. Ja, der sich auch gerade nach ihm umgedreht und weiß, okay, daher kommt es ungemacht. So, Indian schaut wieder nicht. Und jetzt will er den hier weghaben. Sehr richtig, den noch abzuwarten, weil man hat gerade gesehen, der Typ 4 hilft, schreit zwar um Hilfe und das heißt auch, Leo hilft dem Type, allerdings hätte er den weggemacht, dann wäre er auch selber zerstört worden. Ist ähnlich gleiches Spiel jetzt mit dem Super Pershing. Da jetzt einfach durchzufahren, ist natürlich mad, aber die stehen so perfekt. Das heißt, jetzt kann er dem da ins Heck schießen. Ideal natürlich, dass die beiden hier so one-on-one stehen und er kann da wirken. Perfekt, besser geht's gar nicht. Der Type traut sich natürlich jetzt auch nicht da umzudrehen und umzugucken, weil er natürlich weiß, sobald er den Turm dreht, schießt halt dann der andere mir da rein. Aber so kann er sein Damage sammeln. Fein und ideal. Das lief perfekt. Muss man mal einfach sagen, wie es ist. Dementsprechend haben sie jetzt auch die Führung mit 13-12. So, er zieht sich hier ein bisschen zurück, weil er natürlich den Super Pershing da noch etwas fürchtet. Und da ploppt er auf. So, dass er eigentlich jetzt hier drauf schießen können müsste. Super Pershing schaut doch nicht zu ihm. Ne, das hat nicht so geklappt mit Auto-Aim. Spieler spielt ja mit Advanced Auto-Aim. Wie gesagt, die Mod wird noch von vielen Leuten genutzt. Und wer nicht streamt, der hat auch noch nichts zu befürchten. Weil wie man zur Mod steht, ist einfach mal ein anderes Thema. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob Advanced Auto Aim oder Auto Aim Plus, wie das von beiden heißt, dass man halt nur in die Nähe des Panzers halten muss und dass er halt dann da dementsprechend aimt. So. Super Pershing. Und er kann ihn jetzt rausnehmen und macht am Ende der Runde 6573 Schaden und hat sich dann aufgrund dieser doch holprigen Anfangsphase gut zurückgekämpft. Also alles richtig gemacht, Damage gesammelt, Panzer ausbekommen und Bester im Team. So soll es sein. Von dem her, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.